Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play NS17 Nordfriesische Marschmap 3.1 ohne Gräben. Wir haben das letzte Mal auf dieser Map-Version, bevor wir auf die Vierfach-Map wechseln, was allerdings erst Mitte Dezember werden wird, haben wir Felder gesät und werden jetzt abwarten, dass das wächst. Werden die Produktionen dann mal alle kontrollieren. Jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen sauber, weil die Seemaschine brauchen wir hier auf der Einfachmap nicht mehr. Und auch selbst wenn wir sie brauchen würden, schadet es ja nichts, wenn sie sauber ist. Und deshalb machen wir jetzt erstmal die Maschinen sauber, weil wir müssen ja hier keinen Schweinestall übernehmen. Ich frage mich gerade, wo meine Class Cargos Anhänger eigentlich sind. Die vermisse ich so ein bisschen. Oh, schön hier, schön waschi-waschi machen. Schön die Amazone waschen. Der kann sauber sein. Und dann sehen wir mal zu, dass das dann alles so passt. Schön sauber werden. So, das Frontgewicht ist ja immer das, was am längsten dauert, komischerweise. Dazu stelle ich mich dann auch gleich mal aufs andere Frontgewicht. So kann man auch damit arbeiten. Weg. Ja, in den wollte ich eigentlich gar nicht einsteigen, aber können wir auch machen. Ja, egal. Wollen ja eh beide weg. Erstmal schön alle wegstellen. Dass wir hier mal wieder ein bisschen Ordnung haben auf dem Hof. Wollte ich auch noch das Licht ausmachen. So, die beiden hier wegbringen. Ah, da steht ja der Kercher. Den ich mal eben so umfahre. Peinlich. Entschuldigung. Er ist ja meine, hab ich ja bezahlt. Kann ich ja kaputt machen, was ich will, ne? Oder? Oh.
oh, 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 was mache ich denn hier? Wegen so einem Gummibegrenzungslicht oder was? Geht's noch? Wo stehen denn meine Class Cargos? Da steht einer. Habe ich nur einen? Habe ich nicht zwei davon? Ich dachte, ich hätte zwei davon. Boah, kann mich täuschen. Scheinbar täusche ich mich. Meine Class-Flotte. So. Aufgeräumt haben wir. Was wir noch nicht haben, ist, wir haben unsere Mähdrescher noch nicht wieder reingeholt. Da habe ich aber jetzt auch keine Lust zu. Jetzt gucke ich erstmal, was hier sonst noch so läuft. Schade. Okay, der macht hier sein Wasserding. Das kann er ruhig machen, das ist mir. Das Wasser kostet uns nichts. Das bisschen. Shit. Ja, ja, auch alles gut, auch alles gut. Ja, die interessieren uns gerade nicht. Milch, glaube ich nicht, dass ich da schon was los werde. Was wollte ich denn jetzt? Ja, ich wollte. Ja, mit dem können wir eigentlich mal wieder. Der muss unbedingt. Mischfutter müssen wir verkaufen. Wir haben so viel Mischfutter. Geht auf keine Kuhhaut. Muss unbedingt weg. Die Mischfutterfabrik produziert extrem schnell, finde ich. Daher müssen wir das eben schnell weghauen. Ist auch unangenehm dunkel. Ich finde. Ach komm, können wir auch hier rumfahren. Ist jetzt egal. Wenn man da in Wirklichkeit solche Steigungen mit so einem LKW fahren würde, mit solchen Anhängern, ich weiß es ja nicht, aber ist egal. So. Na, guck mal, hier wird es doch schon weniger. Das ist doch schon mal schön zu sehen. Wir sehen zu, dass wir hier die Vorräte aufbrauchen. Dass wir das Maximale rausholen. Und der läuft voll. Und wir können gucken, dass wir hier jetzt mal ein bisschen mit ihm hier. 12.500 Liter sind da dann noch drin. Die können wir dann verkaufen. Wir fahren zum Hafen. Und wenn da Paletten sind. Dann kippen wir da das Öl, den Diesel hin. Dann können die Fischkutter auch noch mal ein bisschen was machen. Und wenn da keine sind, dann verkaufen wir das. Wir können jeden Euro gebrauchen, wenn wir rübergehen. Ja, ich weiß, ich fahre wie ein Betrunkener, das sage ich öfter. Ich weiß. Schauen, was da so los ist. Und dann die
Ich war immer noch nicht unten bei der Holzproduktion. Da muss ich unbedingt mal wieder hin schauen, nach dem Rechten schauen. Da ist bestimmt die Hölle los. Schon alles voll. Wir haben da noch so viel Vorräte wahrscheinlich. Das soll alles noch möglichst noch weg. Nicht so viel Schrott mit rübernehmen. Auf die neue Map. Allerdings müssen wir da dann auch alles von Anfang an wieder neu produzieren. Ne? Also alles, was wir bisher haben, müssen wir dann neu produzieren. Kann auch anstrengend werden. So. Haben wir noch Paletten? Paletten haben wir noch. Einige. Ja. Auf jeden Fall so viel, dass ich hier jetzt erstmal das Öl, den Diesel hier lassen werde. Der erste ist voll. Machen wir den zweiten voll. Upsi. Kollision. Sehen wir ja. Voll machen. Immer noch nicht leer. Unfassbar. Auf jeden Fall können die Kutter wieder rausfahren. Krabben und Schollen mitbringen. Die werden auch teuer verkaufen können. Na los. Nun mach schon. Zellstofffabrik habe ich auch lange nicht mehr geguckt. Kann ich eigentlich auch gleich mal machen. Die ist bestimmt auch voll. Kann ich auch alles verkaufen. Ach, herrlich. Sehr schön. Und dann einfach alles, was wir hier im Lager haben, auch raus. Echt, das Fehler ist. Los. Mach hin, die Leute gucken schon. Oh, das kommt, wenn man sie abhängen lässt. Versucht rauszufinden, wo das Geräusch herkommt, was man gerade gehört hat. Kann ich noch Öl, Diesel verkaufen an der Tankstelle, oder? Noch einen. Der ist auch voll. Ja. Hakt ein wenig. Und da gibt's wieder
Mischfutter, Kohle. Auch wenn es nicht viel ist, jeder Euro hilft. Der Preis hat sich aber gut erholt. Vorhin habe ich die Hälfte gekriegt, glaube ich. 60.000. Weiter geht's. Sonst eigentlich noch irgendwelche Fahrzeuge fahren, die automatisch fahren? Also, die auf Crossplay fahren? Nö, ne? Nur mein Wassertransporter da oben. Aber der ist ja jetzt nicht so wild. Ja, dann machen wir hier dann nochmal eben... Die zweite Ladung fertig. Bis sie Mischfutterfabrik weiter produzieren kann. Bis sie denn irgendwann mal leer ist. Auch nicht mehr so lange, hoffentlich dauert dann. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Freue mich über jeden Like, jeden Kommentar, jedes Abo und noch mehr freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und in diesem Sinne sage ich Ciao!